Für Jakob Kniegler freie Improvisation? Improvisation ist für mich in erster Linie zuhören und im Moment sich überlegen, was jetzt für die Musik gerade gut ist. Es gibt ja das schöne Sprichwort, dass das ganze Leben eine Improvisation ist. Können Leute, die gut improvisieren, auch besser ihr Leben gestalten? Ja, die leben besser. Die haben ein besseres Leben. Deswegen würde ich allen empfehlen, zu improvisieren. Was bedeutet für den Gitarristen Robert Rockfuß frei improvisieren? Frei improvisieren sind immer die Leute, mit denen man spielt. Also die Band Pyk ist freie Improvisation für mich genau in der Form, weil es einfach mit den zwei Leuten sind, also die Kommunikation mit Menschen. Das heißt, mit zwei anderen Leuten würde es komplett anders klingen und sie würden auch ganz anders spielen? Ganz genau. Die Chance, dass was noch viel Schöneres als jeder Einzelne es hätte vollbringen können, dabei rauskommt, das schlummert da irgendwie immer mit drin. Man weiß einfach vorher nicht, wo es hinführt, und potenziell kann das die allerschönste Musik dann sein, die da entsteht. Immer behaftet mit dem Risiko, dass es auch das Gegenteil sein kann. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, dass die Chancen größer sind und das Risiko größer. Ja, genau. Beziehungsweise je besser die Kombination, die Chemie zwischen den Menschen ist, desto größer ist die Chance, dass der Outcome noch viel spannender ist, als es in einem konventionellen Setting, wo das Repertoire den Rahmen sozusagen festlegt, sein könnte. Okay, passt es für euch? Ich kenne euch, ihr seid sicher, passt es für euch oben lassen, ihr Schlingel. Thank you.